So, willkommen zurück hier auf dem Kanal. Heute nehme ich euch mal mit in einen Oberharzer Wasserlauf. Und zwar ist das Mundloch hinter mir zu sehen. Der Stollen wurde aufgefahren im Jahr 1890 und diente als Wasserlösungsstollen. Und zwar hat dieser Stollen das Wasser von der Wiemannsbucht, vom Wiemannsbuchschacht, zum Knesebeck-Schacht im Bad Grund befördert, was da dann wiederum genutzt wurde als Aufschlagwasser für die Wasserräder und für die Kehrräder. Dieses hier hinter mir ist ein Stichstollen. Von dem aus wurde dann der Hauptstollen, der Wasserlösungsstollen, in beide Richtungen vorangetrieben, was einfach schneller ging. Der Stollen ist massiv im Fels ausgebaut und auch mit Eisen ausgebaut und gehört somit auch zum Oberharzer Wasserregal. Die Aufnahmen, die ich gemacht habe, die zeige ich euch jetzt. So, Freunde, also das Stollensystem ist riesig, nur damit ihr mal eine Vorstellung kriegt. Und da ist immer noch nicht das Ende. Und jetzt drehe ich mich mal um, von da komme ich gerade. Also, es ist echt groß.